Ja, erstmal schönen guten Tag zum heutigen Flug von Düsseldorf nach Beirut. Ich stehe hier gerade in Düsseldorf, am Düsseldorfer Flughafen. Und ja, ich fliege heute nach Beirut in der 737-800. Und ja, ich werde dann schon mal mit den Vorbereitungen beginnen und dann den als Schnelldurchlauf abspielen. Thank you.
So, ich bin eigentlich bereit. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, bis wir starten können. Es ist jetzt 19:16 Uhr. Das ist hier Solo-Zeit. Wir müssen um 20:10 Uhr starten. Also gestartet sein. Das heißt, ich mache jetzt gleich einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn es 20:10 Uhr ist. Aber erst mache ich noch die Bordansage. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, einen wunderschönen guten Tag für den Fahrer aus dem Cockpit. Ich freue mich, Sie ganz recht herzlich im Namen der charmanten Kabine zu sitzen, wie auch im Namen unseres ersten Offiziers, der Bord unserer 737-800, willkommen heißen zu dürfen. Wir sind heute auf diesem Fluge. Nach Erreichen der Reiseflughöhe wird sich mein Kollege bei Ihnen mit weiteren Informationen zu unserem heutigen Flugverlauf melden. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass Sie sich bereits recht wohl waren und bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome on from the flight deck. On behalf of our charming cabin crew, as well as on behalf of our flight officer, I would like to welcome you on board of our 737-800. After reaching the cruising level, my colleague will be back with you with further information concerning the flight, so make yourself feel comfortable, enjoy the stay. Thanks for your attention. So, das war die Ansage. Und, ja. Bis gleich. So Leute, weiter geht's. Ja, ich habe alle Preparations durch. Wir können gleich starten. Ich muss aber erst die Türen zumachen. Cabin Lightning, Medium, Medium, das geht. Checklist Procedures. Pushback. Transponder is needed. Parking Brake by Ground Handling. Checked. After Pushback Hydraulic Pumps on, sind die jetzt schon an, aber ja, sollte, egal. Mache ich nochmal aus. Ja, APU können wir starten. ESU kann disconnect werden und remove chocks. Will ich mal Pushback requesten? Ich muss erst die Frequenz nochmal neu starten. Düsseldorf Ground, Sun Express 2933, we are ready for push. Sunrise, 2933, push and start approved facing north. Pushback is approved facing north for Sun Express 2933. Okay. Fuck. Scheiße. Jetzt habe ich die aus Versehen wieder ausgestellt. Das sollte nicht passieren. So an ist die, sonst würde da hier dieser Rauch gar nicht sein. Jetzt wieder aus. Ich versuch's nochmal.
Da ist das Essen ein anderer. Oh, Middle East Airlines, okay, cool. Schon MEA drauf, das ist mehr Middle East Airlines. So, APUs gleich an. Können wir gleich schon starten. So, jetzt den hier aus. Und jetzt sind wir ready. GPU Disconnect. Dann ein wieder Pushback. Preplan. Genau noch da. Bodenlandbrücke. Der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Wir sind ready. Bodenlandbrücke. Der Schlepper bringt sich in Position. Das freut mich zu hören. Sogar die View machen. Mal gucken, wie das funktioniert. Bodenlandbrücke, alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Gehen wir hoch. Schlepper ist verbunden, der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zu machen lassen. Die Fluggastbrücke. So, Triebwerke sind frei zu machen lassen. Das bedeutet, wir können Triebwerke starten. So. Oh Mist, geht jetzt nicht. Aspects of View Lead an. My erst Engine Number 2. So. Seht schon, der kommt in Bewegung.
Gut, das haben wir. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Schlepper wird getrennt. Einen kleinen Moment bitte. Public kommt auf, Packs wieder an. Ja, Hydraulic Pumps on. So sollte es eigentlich aussehen. Kein Licht, was mir irgendwie anzeigt, dass ich irgendwas vergessen habe. Jo. Das von den Two. Jo, Profit on. Anti-Eyes Set. Der Schlepper wurde entfernt. Der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt's von der rechten Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. Ciao. Pack Switches. Automatic. Isolation Valve. Automatic. Jo, Spell ist automatic. Pure Bleed ist off. Engine Start Switch Continue. Engine Start with Idle. Equipment is clear. Wo steht er denn? Da steht er. Flip Lua. Flips 5. 1, 2, 5. Bei Control Check. Full up. Checked. Full down. Checked. Full left. Checked. Full right. Checked. Rudder full left, checked, rudder full right, checked. Auch hier nochmal. Full left, full right. Full left, full right. Und hier. Gut, das funktioniert ja alles. Lower Display Unit Link. Auch completed. Sun Express 2933, we are ready for taxi runway 05, right. Sun Express 2933, taxi to holding point 05, right. War ja Papa vor, Mike, wie mal meiner. Taxi Holding Point 05 right by a Papa vor, Mike and Lima Niner vor Sun Express 2 Niner Tritri. Gut, dann geht's mal los. Papa 4. Wir starten quasi von der. Ups. Links abbiegen.
Touch on Race, korrekt. Ist das hier Lima 9? Lima 8, okay. Ein weiter. Der schickt mich ganz nach hinten. Kann man nichts machen. Besser ist das. Sun Express 29er Trifrey, Kontakt Düsseldorf Tower, Wohnung um 11 Delta Trieber, weiße Sprossung. Road to Düsseldorf Ground, Düsseldorf Tower, 118 Delta Trieber, danke dir, ciao. Nur zum zeigen, dass das echte Menschen sind, die mich hier lotsen. Viele denken, es ist ein Bot oder so, aber es ist nicht. So, wir sind jetzt am Holding Point. Jetzt erstmal Tower kontaktieren. Oh, ich habe Taxi-Light vergessen. Ist egal. Düsseldorf Tower, schönen guten Abend, die Sun Express 29er-33, we are ready for departure. Sun Express 29er-33, Düsseldorf Tower, einen schönen guten Abend. Sind 350 degrees, 6 knots, runway 05 right, clear for takeoff. Ciao. So, 05 right, clear for takeoff, Sun Express 29er-33. So, wir wurden für takeoff geklärt. So. Das heißt, Anti-Collision Light on, Wing Lights on, Strobe Steady, Gogo Lights on, Turning Lights on, Lunar Turn Off Lights on. Okay, the cabin is secure. Have a good flight. Dankeschön. DRA. Alright, we've got everyone strapped in. Give us a ring if you need anything. Das hat benutze ich jetzt mal nicht, ich kann damit eh nicht umgehen. Turning Lights on. So, der Rest erledigt sich von alleine. Jo. Take off. Ignaz checked. Thousand.
Alter, seht ihr das? Das ist Beirut. Wer ist nicht? Jetzt muss ich ganz schnell an Speed loswerden. Clips 5. Where's it go? Auf 2000 feet. Checked. So, jetzt VOR Localizer. Weiter runter auf 400. Flaps 10. Alter. Energie Lua. Down. So, wir sind jetzt im Landeanflug auf Beirut. Ich fliege mit Sichtbedingungen. So, Flaps voll. List.
after the new checklist will break off the glue. Stone. Repeat. Off. Exterior lights is needed. So die brauchen wir nicht mehr hier. Lights noch, die anderen steady. The radar. Off. Flip you up, transponder. Standby. Gut. Dann mal zum Gate. Ich müsste euch die Scenery mal am Tag zeigen, aber die ist einfach Hammer. Die ganzen Bergen. Das war jetzt nicht beabsichtigt von mir. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist nicht, das ist auch nicht, das ist das. Ja. Wir müssen nach da, glaube ich, hier zum zweiten. Tatsächlich, das sind Wellen. Da muss ich echt los. Kann passieren. Ich muss zu dem.
Ich will nicht blenden. So. APU on. APU bleed on. Engines off. Kommt auch schon das Geld. Lights off, external lights off, fuel pumps. Characters off. Principal is sent by APU, such as needed. Check is completed. Kann man ja mal ein bisschen sich hier, obwohl am Tag geht es besser. Das ist halt alles original, ne? Sieht auch krass aus, in meiner Meinung nach. ESU Connect, Z-Shocks, GPU Connect. Shutdown Secure Checklist, IRS Mode Vector. Natürlich aus. Emergency Lights. Off. Window Heat. Off. Peg Switches. Auch aus. So, dann ja, dann mache ich auch mal auf Turnier auf. Zum Payoff auf.
So Leute, das war mein Video, mein Flug nach Beirut. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und wenn ja, lasst mir doch ein Like da und abonniert mich. Ciao.